Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die SG BBM Bietigheim. Endstand 24-24 vor 2739 Zuschauern. Ich begrüße unsere Gäste und wie immer hat der Gasttrainer das erste Wort. Guten Abend. Ja, ich glaube, dass in der Schlussphase natürlich dieses Spiel so und so hätte ausgehen können, aber ich glaube, dass wir, dass meine Mannschaft hier wirklich über weite Strecken eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Und wir haben im Kopf, dass die beiden Spiele von letzten Saison, wo wir letztendlich in beiden Spielen wirklich chancenlos waren und sehr, sehr schwer getan haben gegen die Abwehr von Erlangen. Und das war ein Punkt, wo man sagen muss, wir haben wirklich in der ersten Halbzeit eine tadellose Leistung abgeliefert. Wir haben das Spiel wirklich gut im Griff gehabt, haben vorne sehr abgeklärt gespielt, mit sehr viel Kopf gespielt. Und das auch bis weite Strecken der zweiten Halbzeit. Haben dann so ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben, weil wir dann auch viel in Unterzahl agieren mussten, viel dezimiert waren zum Schluss hin. Ja, glaube ich, dass wir mit diesem Punkt, wir wären glücklich gewesen, zwei Punkte mitzunehmen, weil wir doch über einen Großteil des Spiels immer in Führung waren. Es war eine Situation, wo dann Erlangen bei 19-18 in Führung gegangen ist, wo es für uns wichtig war, nochmal dagegen zu steuern, nochmal zurückzukommen, beim 21-19 wieder in Führung sein. Und ich glaube, dass ich habe heute sehr, sehr viele gute, positive Ansätze gesehen und das lässt mich absolut positiv in die Zukunft schauen. Vielen Dank, Frank, dein Statement zum Spiel. Also erstmal schönen guten Abend. Hartmut, Glückwunsch zum Punktgewinn. Und du hast völlig recht, ihr habt einen unglaublich souveränen Auftritt am Anfang gehabt und habt ganz klar euer Konzept durchgezogen, das Spiel ein bisschen zu verschleppen, lange Angriffe zu fahren. Uns ist es am Anfang in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gelungen. Das Problem war auch nicht die Deckung, weil wir mussten da zwar improvisieren, das Problem war im Angriff. Wir haben kaum Spiel ohne Ball gezeigt, wir haben die Bälle im Stehen angenommen, wir haben einfach viel versucht, mit Einzelaktionen zu agieren. Ich glaube, heute hat man das allererste Mal gesehen in der Mannschaft, dass wir heute Nerven gezeigt haben. Weil jeder so im Kopf hatte, wir wollen das gewinnen, wir müssen das gewinnen und das und das. Und erste Halbzeit war, ja, das war alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben. Zweite Halbzeit haben wir versucht, aus der Situation die eine oder andere Umstellung zu machen, haben versucht, nochmal besser ins Spiel zu kommen. Sicher hat er dann auch der Katze gehalten, geholfen, weil er einfach doch die eine oder andere wirklich hundertprozentige Chance weggenommen hat. Wir haben dann auch agiler gespielt im Angriff, der Ball ist besser gelaufen, wir haben sehr, sehr gute Anläufe dann gebracht. Ich denke, dass auch Sigi Svensson, der den Oliver Hess heute viel ersetzt hat, dann auch sehr viel Druck gemacht hat auf der halbrechten Position. Schlüsselsituation war für mich, wie wir das erste Mal in Führung gehen mit 19-18, wie gerade auch schon angesprochen, ich sehe es natürlich aus meiner Sicht ein kleines bisschen anders, da wollten wir dann zu viel, haben dann dreimal die Situation versucht, mit der Kleingruppe zu spielen und über den Kreis zu spielen, haben dann sofort den Konter bekommen. Und schlussendlich müssen wir wirklich, das sehe ich auch so, zufrieden sein, dass wir uns eigentlich nochmal einen Punkt erkämpft haben, richtig erkämpft haben, weil wir haben einfach in der Summe heute einfach zu viele Stockfehler gemacht, um nochmal so einen richtigen Griff auf das Spiel zu bekommen und einfach erfolgreicher zu sein. Vielen Dank, Frank. Jetzt wollen wir den Manager unserer Gäste zu Wort kommen lassen und ich bitte um Ihr Statement. Ja, ich glaube, wie der Hartmut Mayrhofer gesagt hat, wir haben einen sehr couragierten Auftritt von unserer Mannschaft gesehen, mit dem wir auch sehr zufrieden sind. Wenn wir im Vorfeld gewusst hätten, dass wir hier einen Punkt mitnehmen, wären wir alle sehr zufrieden gewesen. Ich glaube, vom Spielverlauf wäre ein Tick mehr drin gewesen, obwohl wir am Schluss das Spiel noch verlieren können. Ich denke, wenn wir ein bisschen mehr aus unserer Überzahlsituation in der zweiten Halbzeit machen, wo wir zwei Gegenstöße kriegen, der eine geht noch an die Latte vom Ole Rahmel, dann können wir das Spiel eigentlich für uns entscheiden und auch die zwei Punkte hier mitnehmen. Ich denke trotzdem, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Wie gesagt, unterm Strich hätten wir durchaus die zwei Punkte heute mitnehmen können. Vielen Dank. Stefan, deine Einschätzung? Ja, wir haben heute, glaube ich, gesehen, dass Rechnen und das Schauen auf die Tabelle sich in dieser Liga wirklich verbietet. Wir haben hier an der gleichen Stelle gestern gesessen bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels und haben darüber gesprochen, dass dieses Spiel sicherlich vielleicht sogar das Schwierigste wird für uns, weil wir das erste Mal nicht in der Außenseiterrolle
waren, sondern eben jeder auch irgendwie erwartet hat, dass wir dieses Spiel gegen den vermeintlichen Tabellenletzten und Mitaufsteiger gewinnen. Aber das ist eben genau in dieser Liga, ist der falsche Gedanke. Wir haben in jedem Spiel die Aufgabe, für unsere Verhältnisse eine Topleistung abzuliefern. Das haben wir heute eben nicht geschafft. Und wie gesagt, Blick auf die Tabelle oder sonst irgendwas hilft niemandem was. Jedes Spiel ist anders und gerade diese Spiele, die man vermeintlich gewinnen muss, diese 4-Punkte-Spiele sind eben besonders schwer. Und das haben wir heute gesehen, dass dann auch die Beine etwas schwerer sind und der Kopf dann irgendwann dazukommt. Und ja, also von daher hilft jetzt nur wirklich, das schnell abzuhaken. Wir haben, was mich freut, einen guten Einstand von Jonas Tümmler heute gesehen, der sogar heute den Ausgleichstreffer erzielt hat. Und der uns, glaube ich, wirklich auch schnell weiterhelfen wird. Das hat man auch heute in Ansätzen schon gesehen. Also von daher, das ist das Positive. Und ansonsten gilt jetzt der Blick nach vorne. Wir haben jetzt spektakuläre Wochen vor uns mit Dienstag, dem Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, mit dem extrem wichtigen Spiel in Friesenheim. Das ist dann wieder so ein Spiel wie heute. Und da sind wir dann vielleicht in einer etwas anderen Rolle, weil wir auswärts spielen und haben dann das Pokalspiel gegen Berlin und zum Abschluss die Black Knight hier gegen Magdeburg. Also darauf gilt es sich jetzt intensiv in jederlei Hinsicht vorzubereiten und das heute, wie gesagt, schnell abzuhaken. Die Mannschaft wird morgen, übermorgen schon wieder trainieren am Wochenende und sich auf Dienstag vorbereiten. Und dann geht's weiter. Vielen Dank, Stefan. Nun ist Zeit für eure Fragen. Bitte nutzen Sie das Mikrofon. Herr Bergemann, würden Sie sagen, nach dem heutigen Spiel, dass Ihre Mannschaft jetzt das wirklich Abstiegskampf lernen muss, nachdem sie bislang ja immer so ein bisschen von Wolke 7 geschwebt ist, dann wieder mal ein bisschen runtergefallen ist, aber es war ja auch sehr viel Positives bislang in der Saison dabei? Ja, wie man das Ganze formuliert, wie auch immer, nochmal, ich glaube, wir haben heute das erste Mal Nerven gezeigt, wir haben aber auch Reaktion gezeigt, ich denke, im kämpferischen Bereich haben wir sicherlich zugelegt, aber was wir unbedingt verbessern müssen, wir haben in der entscheidenden Phase des Spiels vorne die Chancen nicht genutzt, beziehungsweise einfach dann auch zu schnell den Erfolg gesucht und dann vor Enttäuschung die Rückzugsphase vergessen. Und das sind so Dinge, das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Und das sind so Sachen, Abstiegskampf hin oder her, das sind Dinge, die müssen wir ganz schnell ausmerzen. Ich denke, wir waren lange Zeit in der zweiten Liga eine Mannschaft, die in der Rückzugsphase das am besten bedient hat. Und das sind so Sachen, das müssen wir ganz, ganz, ganz schnell ausmerzen. Wir reden zwar immer wieder, wir kriegen es teilweise auch gut hin und heute haben wir es überhaupt nicht hinbekommen. Weitere Fragen? Einmal das Mikrofon zu Herrn Ries, bitte. Frank, du hast vorhin die Fehlerhäufigkeit und die Nervosität angesprochen. Glaubst du, dass es primär an der Bedeutung des Spieles lag oder auch die mangelnde Spielpraxis, ihr hattet 15 Tage Pause, hier eine Rolle gespielt hat? Könnte sein, weiß ich nicht. Ich kann einfach klipp und klar sagen, wir haben die erste Woche sehr, sehr gut genutzt, sehr gut gearbeitet und jetzt gerade diese entscheidende Woche vor dem Spiel. Das war so Pleiten, Pech und Pannen. Ja, aber das sind einfach so kleine Bausteine, kleine Faktoren. Wenn man es immer so genau wüsste, was es genau ist. Mannschaft hat trotzdem gestern fantastisch trainiert, hat vorgestern auch die Situation gezeigt, wo man das ganz anders dargestellt hat. Wir sind einfach ins Spiel nicht reingekommen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, irgendwo nach 10 Minuten, wir haben nicht diesen Dosenöffner, um in dieses Spiel zu kommen. Wir sind selber nicht in unser Konterspiel reingekommen. Bietigheim hat es geschafft, dem Spiel lange Zeit den Stempel aufzudrücken. Die haben das unglaublich clever gemacht. Lange gespielt, lange Ballpassagen. Bei uns ist keine Emotion aufgekommen. Und vorne wollten wir dann ganz schnell die Entscheidung suchen, ohne die entsprechende Vorbereitung.
Ja, und das kann da nicht langen. Und das Positive nochmal war, ich glaube, dass zur Halbzeit nicht so viele Leute noch was auf uns gegeben haben in der Situation, dass die Mannschaft dann doch einfach nochmal Mittel und Wege gefunden hat, sich nochmal zurückzufighten in dieses Spiel. Und vielleicht dann zwischendrin zu viel wollte, am Schluss, das war Roulette. Ja, das ist typisch Roulette. Da musst du bei den letzten 3 Minuten dabei sein, dann rollt die Kugel und dann fällt sie bei Rot oder Schwarz rein und in dem Fall ist sie bei Unentschieden reingefallen. Und ich glaube, mit dem Punkt können wir dann in der letzten Konsequenz bei dem Spielverlauf auch leben. Gibt es noch Fragen? Dann bedanke ich mich, wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt und wir sehen uns alle am Dienstag gegen die Rhein-Neckar-Löwen wieder. Vielen Dank. Danke.